Ach, ich Ich ahne hatte meine Schlimmes. Waffe Lauf. verloren. Barry war nirgendwo zu sehen. Berge finden. Laufen Sie durch den Wald, suchen Sie wieder X. Töten Sie die ganzen Fuzzis. Waffen haben wir nicht. Barry! Barry! Oh Mann, es geht dir gut. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich Wo ist habe er denn? versucht, aus dem Auto rauszukommen, aber der Boden gab nach. Mann, was für ein Sturz! Keine Sorge, dein Starschnitt ist noch ganz. Vergiss den, bist du okay? Ich bin in Büsche gefallen, hab aber keinen Kratzer. Du, da kannst du nie im Leben runterklettern. Das ist quasi wie eine Klippe. Da unten war er doch eben mit so einer roten Lampe, Jacke. Hier unten bewegt sich was! Barry, ein Besessener, nimm eine Leuchtfackel! Wo ist er denn? Ah, ja! Barry, alles in Ordnung? Mir geht's super, Al, alles okay! Er hat sich wohl noch nie mit einem waschechten New Yorker angelegt, was? Okay. Du musst deinen eigenen Weg zur Farm finden, Al! Ich warte dort! Oh, toll. Zur Barry, Farm gehen. Warte auf mich, okay? Ich bleibe nicht hier. Das wäre Selbstmord. Ich mache mich auf den Weg zur Farm. Ich gehe vor und sichere das Gebiet. Du kannst ja nachkommen. Mach dir keine Sorgen. Hab alles im Griff. Jetzt ist der Rambo. Es würde in einem Desaster enden, wenn ich Barry nicht einhole. Aha. Okay, gehen wir da hoch. Nerv. Ist das jetzt hier das Jump'n'Run? Weil wir haben ja nichts. Er schleicht wieder. Komm. Komm, mach das Ding an. Da lang oder was? Komm her, komm. Also, geht doch. Muss jetzt aber nicht zigmal hier hin und her rennen. Ach, flupp. Okay. Kommt der hier hoch? Hatten wir nicht immer eine Anzeige mit dem Rennen? Wo ist es? Komm. Komm schon. Auf. Kaputt. Das mache ich jetzt mit jedem Fass, oder wie? Tatsache. Das ist der Obermuff. Das Obermuff, die Fass. Ja, war klar. Ja, ist ja gut. Wo ist er? Das traut er sich nicht. Wir gehen ins Licht. Jetzt komm! Verreck halt. So. War das jetzt... Müssen wir da eigentlich lang? Oder ist das jetzt nur für die Thermo... Geil. Ja, jetzt kriegen wir hier noch der Dingsware ans Hirn geschmissen. Komm her. Na komm. Verreck. Zockt der hinter der Lampe. Geht doch. Müssen wir das jetzt wirklich so machen? Da liegen noch die nächsten. Och, Leute. Das ist nie euer Ernst, ne? Oh, jetzt kriegen wir gleich einen Schlag weg, weil er außer Puste. Oh, komm her. Bist kaputt? Nehmen wir nicht.
Wo sitzt die Thermoskanne nicht? Können wir stumm bleiben? Ich renne jetzt da aber nicht zurück. Ja, das sind zwei. Und wir können nicht rennen. Also hätte ich jetzt doch zurückrennen müssen, dann würden wir das nämlich gerade wieder von vorne anfangen. Kann nicht rennen. Ach, und da sind. Wie heißen sie denn? Kann ich das auch machen? Hier ist ein Kontrollpunkt, sehr schön. Ich brauchte Licht, um daran vorbeizukommen. Ja, einschalten vielleicht noch. Wir gehen hier mal hoch. Ein Manuskript. Wir lesen es mal. Ja? Hat man unter Stromausfall? Wir machen das mal. Fürs Erste war Barry nur froh, den Sturz überlebt zu haben. Er war von Al getrennt worden und wieder hochzuklettern würde nicht leicht werden. Er sagte sich, dass er mitten in der Nacht im finstern Wald klarkommen würde. Er würde warten, bis Al einen Weg heruntergefunden hatte. Barry drehte sich um, als er schwere Schritte hörte und die Bewegung sah. Der menschenähnliche Schatten sprang ihn mit erhobener Axt aus den Büschen an. Barry schrie und warf seine Hand hoch. Die Welt explodierte. Aha. Warte mal, jetzt wissen wir hier, das ist ja die Szene jetzt da, ne? Hartman rannte den Korridor entlang. Er hatte Wake nur ungern verlassen, als er am empfänglichsten für die Therapie war, doch dies war kein normales Unwetter. Wake hatte geschrieben und hatte etwas in den Tiefen des Sees geweckt. Jetzt wollte es ihn holen. Hartman hatte sich natürlich auf so eine Situation vorbereitet. Die irren Brüder würden Wake ablenken, während Hartman zur Sicherheit alles noch einmal prüfte. Moment, welche sind denn das jetzt, die wir noch nicht gelesen haben, die mit den Fragezeichen? Agent Nightingale starrte den ohnmächtigen Schriftsteller an. Der Mann holte den Schlaf einer höllischen Nacht nach. Nightingale war neidisch auf Wakes wohligen Schlummer. Aber er hatte noch etwas zu erledigen. Er legte die Waffe an Wakes Kopf und wurde fast zum Mörder. Seine Hand zitterte und seine Kehle schnürte sich zusammen. Er biss die Zähne zusammen und versuchte abzudrücken. Er fand den Mut nicht. Wake rührte sich. Eine Verhaftung würde ausreichen müssen. Aha. Okay, zur Farm gehen. Ist hier noch was zum Einschalten? Taschenlampen vielleicht mal? Ich hoffte, es gäbe irgendwo einen Generator, der die Lampen beim Tor mit Strom versorgen könnte. Den haben wir jetzt eben gerade nicht gesehen, oder was? Bin ich jetzt wieder ganz blöd? Bin ich da dran vorbeigelatscht? Ich hasse dieses Jump'n'Run. Im Wald vor mir bewegte sich etwas. Sich dem Feind ohne Waffe zu stellen war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Ja, mit Taschenlampe. Wir haben wieder Taschenlampe. Ja, nur schießen können wir nicht, ne? Und null Batterien. Eine Taschenlampe und null Batterien, also wissen wir das. Wo kommen sie her? Rennen oder. Och, jetzt die Axt, Heinis, wie sollten das funktionieren? Da ist was. Okay. Ja, super. Wieso. Hallo? Der macht das übrigens nicht, ne? Wenn man getroffen wird. Kann man den nicht einschalten. Nur zur Info. Und wir können ja nicht, wir können ja nicht. Da hinten ist eine Lampe. Was wollte ich denn eben sagen? Wir können ja nicht erschießen. Ja, das ist auch geil. Rennen können wir auch nicht. Die werfen mit der Axt. Was ist das denn wieder für eine Scheiße hier? Los in die Lampe rein. Jetzt flippe ich hier noch aus. Kontrollpunkt erreicht. Was ist das denn? Ein Auto entfernte sich von der Farm, und zwar in dieselbe Richtung wie ich.
Wahrscheinlich war es Barry, der wieder, ohne nachzudenken, einen Vorstoß wagte. Diese Lampe. Halten Sie E gedrückt, Hochleistungslampe zu wechseln. Okay. Was liegt denn hier noch? Sonst nichts, oder was? Kann ich das nicht aufnehmen? Dann ist nur Bier. Das Auto war unterwegs zur vorausliegenden Hütte. Es war nicht weit. Wenn es Barry war, würde ich bald den Schaden sehen. Renne, 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 liebe Leute. Komm, jetzt mach. Keine Lust hier, die Batterien zu verplempern. Lad die mal wieder auf. Kontrollpunkt. Da ist ein Heini. Ich versuche, jede Seite zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu übergeben. Ich zeige Ihnen, wie die Geschichte weitergeht. Ich hatte das Licht schon einmal kurz gesehen. Es war mir im Traum erschienen. Es war ein seltsamer Astronaut oder Taucher in einem klobigen Anzug. Er hatte meinen Pfad mit den Seiten gepflastert. Okay. Das Dunkel folgte der Choreografie des Manuskripts. Es wurde immer stärker, bewegte sich wie ein Sturm von einem Ort der Verheerung zum nächsten. Und doch war es an den Verlauf der Handlung gebunden, gefesselt an seinen dunklen Ursprung. Wenn die Geschichte das ersehnte Ende erreichte, wäre es endlich frei. Ach, hier sind diese Leuchtfackeln. 2, 3. Was war das eben? Grafikfehler? Okay. Wie ich die mal nicht gesehen habe. Okay, Karl Otto. Ja, aber wie sollen wir den denn erledigen? Gar nicht wahrscheinlich, ne? Wie das letzte Mal. Sind sie wieder außer Atem. Da ist ein Generator. Hier ist ein Manuskript. Wir schalten aber erstmal den Generator ein. Und eine Waffe. Nimm bitte. Nimm sie bitte. Jemand hatte eine Waffe dagelassen. Das war meine Chance, die Farm zu erreichen. Okay, wir gucken erstmal. Ja. Was hier drin ist? Noch irgendwas? Nein. Wo müssen wir hin? Nach da unten. Ist das? Ach, eine Falle. Ich renne mal noch nicht. Okay, hinter uns schießt einer. Oh! Ich vergesse immer, dass man halt hier stehen bleiben muss. Beim Nachladen. Ja, ist ja gut. Komm. Näher ran, du Penner. Und noch einer. Da ist eine Axt. Die darf ich jetzt wieder nicht nehmen. Fuck.
Das Licht. Schlafen wir normal, wir ruhen uns mal hier aus. Ah, okay. Hau ab, du. Da liegt doch Munition, ne. Wo ist er denn? Ja, ist ja gut. Drei Punkte sind immer gut. Fokussieren. Ich sah das Auto, aber keine Spur vom Fahrer. Das Auto ist doch blau, das andere war doch vorhin weiß, oder nicht? Hallo? Ist hier jemand? Ah! Barry? Ah! Ah! Nicht! Danny! Du bist nicht da! Bitte! Ah! Was? Was? Was machst du? Was? Ah! Nicht! Es tut mir leid! Ah!